Es dauerte einige Wochen, bis ich in die Unglücksregion reisen konnte. Das ist eines meiner ersten Fotos. Es war Ende April. Da waren die Menschen, die in einem 20-Kilometer-Kreis um das havarierte Atomkraftwerk lebten, bereits evakuiert. Hinter dieser Barriere begann eine andere Welt. Ohne Menschen. Nur Natur. Verlassene Städte und Tiere. Gleichzeitig kennt Radioaktivität keine Grenzen. Die Sperrzone wurde willkürlich festgelegt. Auch weit außerhalb von ihr gab es einige stark kontaminierte Gebiete. In meiner ersten Geschichte ging es um Flüchtlinge. Dieses Foto habe ich in Kuriyama aufgenommen, 55 Kilometer von der Atomanlage entfernt. In der Kongresshalle waren 1200 Menschen untergebracht. Sechs Wochen nach der Katastrophe. Von diesen Notunterkünften wurden sie später weiter zu Familien, in Hotels, öffentliche Wohnungen oder Fertighäuser verteilt. Manche von ihnen wohnen noch heute dort. Das ist Rei Kosato aus Odaka, 15 Kilometer vom AKW entfernt. Sie war da 67 Jahre alt. Im Interview hat sie mir erzählt: "Wir sind alt." Aber für die Jüngsten ist es schlimm. Alles ist verschwunden. Ich habe einen zweijährigen Enkelsohn und bin um ihn wegen der Strahlung sehr besorgt. Ich habe keine Idee für die Zukunft. Nachts träume ich vom Frühling. Doch wenn ich aufwache, erkenne ich nicht, dass er schon längst da ist. Auch diese Bäume. Wir wissen nicht, ob wir ihre Pfirsiche essen werden. Einen Monat später war ich wieder da und fotografierte Dörfer in und außerhalb der Sperrzone. Eines davon, Iitate, galt als eines der schönsten Dörfer Japans. Es war stark verstrahlt. Bis 2017 lag das Dorf in der Sperrzone. Es ist eine wunderschöne Gegend mit Tälern, Wäldern, Reisfeldern und kleinen Dörfern. Dieses Foto habe ich im August 2011 für das Guardian-Magazin gemacht. Eine Mutter weint, während ihr Sohn, der sich vor der Strahlung fürchtet, sein Zuhause verlässt und in die 450 Kilometer entfernte Präfektur Shiga übersiedelt. Ein paar Monate später ist auch sie fortgezogen. Das Bild gehört zu einer Serie über junge Leute in Fukushima, wie sie mit dem Unfall umgehen, wie sie ihre Zukunft sehen. Das war in einem Nachtclub in Fukushima Stadt im November 2012. Kazuma Watanabe, 22 Jahre alt, ist DJ. Tagsüber arbeitet er in einer Elektronikfabrik. Wenn man hier lebt, sagt er mir, genießt man das Leben, unabhängig von der Gefahr. Doch er könnte sich aufgrund der Radioaktivität nicht vorstellen, in Fukushima eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Dies war vor dem Bahnhof von Fukushima. Zwei Schüler aßen Pommes auf einer Bank. Neben ihnen wird die aktuelle Radioaktivität angezeigt. Online kann man die aktuelle Radioaktivität in der gesamten Präfektur verfolgen. Derzeit sind es an diesem Ort 0,13 Mikrosievert pro Stunde. Das ist weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2012 und doppelt so hoch wie in Tokio. An diesem Ort, 50 Kilometer von der Anlage entfernt, liegt die Radioaktivität jetzt im Bereich typischer Hintergrundstrahlung. Ein Jahr später fotografierte ich für das französische Geo-Magazin eine Geschichte über die Sperrzone und das Dekontaminierungsbusiness. Ich musste mein Auto draußen parken und bin noch vor Sonnenaufgang losgelaufen. Das war die Szenerie, als ich an der Grenze ankam. Ein wunderschöner Sternenhimmel mit den Lichtern der Anlage in der Ferne. Zu dieser Zeit waren dort ungefähr 3000 Arbeiter im Einsatz. Ich ging in der Sperrzone zwei Stunden in Richtung Kraftwerk. Ein Niemandsland mit verlassenen Autos und Booten, die der Tsunami zerschmettert hatte. Und vier Jahre später liegen sie immer noch da. Etwa sieben Kilometer von der Anlage entfernt liegt Ukedo. Das Fischerdorf wurde nahezu vollständig zerstört. Und dann gibt es in der Sperrzone die Geisterstädte. Hier ist die Natur zurückgekehrt und auch die wilden Tiere. Dieses Foto habe ich in Futaba gemacht. Die Stadt liegt in der gleichnamigen Region, auf deren Gebiet sich auch das AKW befindet. Mittlerweile ist die Straße repariert, aber weiterhin gesperrt. Die Stadt wird noch immer dekontaminiert. Die Regierung hofft, dass bis zum Frühjahr 2022 11% der Stadt wieder bewohnbar sein werden. Den Wiederaufbau und die Dekontamination haben meistens kleine Subunternehmen gemacht. Sie wurden von größeren Unternehmen beauftragt und die wiederum von noch größeren Firmen bis hin zu Konzernen wie Toshiba oder Tepco, dem Betreiber der Atomanlage. Ein Teil des Wiederaufbaugeschäfts wird von der Yakuza, der japanischen Mafia, betrieben. Die meisten von ihnen sind bloß einfache Arbeiter, wie diese hier auf dem Foto. Das Bild stammt vom November 2013. Es zeigt den damals 60-jährigen Takashi Ando, als er sein ehemaliges Haus in Nami aufsucht und vor einem kleinen Schrein seiner verstorbenen Ehefrau gedenkt. Nami ist eine der hochradioaktiven Städte rund um das AKW. Herr Ando kommt regelmäßig her, um nachzusehen und um die toten Ratten wegzuschaffen. Hier an dem Kontrollposten wird Herr Ando untersucht. Er ist auf dem Weg zurück in seine Behelfsunterkunft. Herr Ando ist ehemaliger Arbeiter des AKW. Er verbrachte eine Woche nach dem Unfall allein in seinem Haus weil in den Unterkünften keine Haustiere erlaubt waren. Herr Ando, eineinhalb Jahre später, im April 2015, in einer Fertighaussiedlung in Soma, 45 Kilometer von dem Kraftwerk entfernt. Ein Zimmer gerade genug Platz für einen Tisch, einen Futon und eine kleine Küche. Heute gibt es noch etwa 2000 dieser Wohneinheiten für Flüchtlinge. Nur etwa ein Viertel der Evakuierten, die wieder nach Hause durften, kehrten auch zurück. Es waren meist die Alten. Viele Familien mit Kindern zogen weit weg. Hier sind wir im Zentrum von Tokio, an der berühmten Shibuya-Kreuzung. Herr Yoshizawa, ein Bauer aus Nami, wohnte fünf Kilometer vom Katastrophenort entfernt. Er wurde sofort evakuiert als er zu seinem hof zurückkehrte waren zwei drittel seiner herde verhungert weil tokio der größte stromabnehmer des akw in fukushima war protestiert herr yoshizawa hier gegen tepco und die regierung wir sind wieder in iitate arbeiter dekontaminieren ein haus sie waschen jedes dach die wände die türen und entfernen die oberste erdschicht das müssen sie mehrmals wiederholen nach Regenfällen und etwas Wind hat sich der radioaktive Staub wieder auf die Häuser gesetzt. Die Dekontamination war und ist noch immer eine Riesenherausforderung. Eine Sisyphusarbeit. Das Bild habe ich im Dezember 2014 in Tomioka aufgenommen. Es sind Säcke mit kontaminierter Erde, zehn Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Im Hintergrund sieht man mehrere riesige Gebäude, die für die kontaminierten Abfälle gebaut wurden. Die Stadt Tomioka wurde 2017 wieder geöffnet, mit brandneuer Infrastruktur und neuen Einkaufszentren. Aber das Gebiet am Meer ist immer noch voll mit den Säcken. Die Fischer in Fukushima hatten mit einer doppelten Katastrophe zu kämpfen. Zuerst den Tsunami, der vielen von ihnen das Leben kostete, und ihre Infrastruktur zerstörte. Dann der Atomunfall, der den Verkauf von Fisch sehr schwierig machte. Selbst wenn ihre Fänge zum Verzehr unbedenklich waren, für die meisten Verbraucher galt ganz Fukushima als verseuchtes Gebiet. Dieses Foto ist im Hafen der Stadt Soma aufgenommen. Hier geht es auch um Fukushima, obwohl wir da auf einer der Okinawa-Inseln im Süden Japans sind. Eine gemeinnützige Organisation hatte Kinder aus Fukushima in die Ferien geschickt. Weit genug weg, damit sie frische Luft tanken und ein sicheres Essen bekommen können. Ein großes Screening-Programm hat gezeigt, dass es vorerst keinen zuverlässigen Zusammenhang zwischen Schilddrüsenkrebs in der Region und dem Atomunfall gibt. Ich denke, dass wir ziemlich viel Glück gehabt haben. Das passende Bild für ein Fazit. Auf dem Schild über der Straße am Eingang zur Geisterstadt Futuba steht, Kernenergie ist die Energie einer strahlenden Zukunft. Es wurde ein paar Monate später abgebaut. Diese Katastrophe hat meine Sicht auf die Atomkraft völlig verändert und mir bewusst gemacht, dass sie nicht so sicher ist, wie man uns gesagt hat. Wir alle glaubten, Tschernobyl sei eine alte Geschichte, aber die Reaktorkatastrophe von Fukushima lehrt uns, dass so etwas im 21. Jahrhundert und auch in einem der technisch fortschrittlichsten Länder der Welt geschehen kann. Es scheint, als sei der größte Teil der radioaktiven Partikel, die die zerstörte Anlage freigesetzt hat, ins Meer geweht worden. Wären die Winde weniger günstig gewesen, hätte der radioaktive Niederschlag viel schlimmer als in Tschernobyl sein können.